Da steht Bibi Blocksberg. Hallo? Na? What the fuck is happening in this house? Ja, ist richtig alles geil hier, Caro. Ich weiß, Koke. Ich wollte es heute fixen, aber ich muss alles neu einstellen. Kurz mal zur allgemeinen Erklärung. Ich habe OBS abgedatet auf Version 28. Leider sind damit massive Änderungen für mich einhergegangen. Ich musste die Hälfte der Plugins selber neu schreiben und kompilieren. Und ich muss alles auf WebSocket 5 umstellen statt 4. Das ist so die Kommunikationszentrale für externe Tools zu OBS. Und deswegen muss ich hier und da noch ein paar Kleinigkeiten machen. Es ist die Hölle gewesen. Der Umstieg war die Hölle. Tu es nicht, Caro. Tu es einfach nicht. Das ist wirklich grausam. So, also, passt auf. Hier oben, ja, haben wir jetzt das Bilderrätsel. Wir haben hier diese ganzen, also pass auf, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4. 2 Bilder habe ich noch mit. So, die Bilder passen quasi einmal von der Form dahin. Aber es wäre ja zu offensichtlich. Aber es gibt auch so Rätsel, die wir lösen müssen. Um die richtigen Bilder... Hier stehen überall Zahlen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Also ihr werdet mir dabei helfen müssen, sonst komme ich nicht klar. So, hier haben wir zum Beispiel schon das erste... Was soll das? Alter ist nur eine Zahl. Du kannst addieren oder subtrahieren. Doch am Ende aller Tage, wenn die Zahl kommt, stirbst du. So oder so. Ja, die Grafik ist super. Das stimmt. Leider. Ach, guck mal hier. So guckt Pam, wenn Caro Valorant statt Fortnite spielt. So, und überall, also hier steht... Pass auf, kann sich irgendeiner die Sachen mal mitnotieren? Kimi, du bist doch hier die Rätselkönigin, gerade mit so Mathe-Scheiße, ja? 56 ist die Jovina, ja? 56 Jovina. Oh Gott, es klappert und rappelt hier überall im Karton. Dong, 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 dong. Dong, 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 dong. So, also, Jovina 56. Oh, habe ich eingesteckt. Was ist das hier? So, dann haben wir hier. 5 years old. Der Albert. Der ist erst 5. Ja? Albert ist 5. Und dann. Haben wir ja noch die, die wir hier dabei haben. Und zwar einmal... Ja, halt doch mal an, hallo!
So. 68. Ja? Also, pass auf. Was ist das hier? Sechseck 68. Sechseck 68. Sagen wir mal, merken wir uns die Sachen mal so. So. Rund 33. So, rund 33. Kim, ich gehe einfach mal davon aus, dass du mitschreibst. Rund 33. Was? Wie heißt die Watt? Wieso steht das hier nicht? Wie heißt die Omi? Weiß ich. Keine Ahnung, konnte ich nicht entziffern. Kennt ihr das entziffern? Ach so, lesen kann man ja, ne? Philomena. Philomena. Philomena, was ist das denn für ein Name? So, also 6x68 rund, weiß ich schon nicht mehr. So, dann haben wir hier Diamant oder Viereck von mir aus 56. Nee, nicht Viereck, also Diamant. Diamant 56 und Quadrat ist 5. Quadrat ist 5. So. So heißt die beste Freundin von meinem Freund, seinem Sohn. Also, okay. So, was haben wir hier? Da können wir die Sachen jetzt aufhängen. Es wäre aber ja zu offensichtlich, weil wir haben hier auch überall diese Zahlen stehen. Warum auch immer. Ich meine, wir können ja erstmal alle aufhängen nach Form. Das wird uns nichts bringen. Und warte mal, wir hatten doch bei einem so ein Fragezeichen. Wo war das denn hier? So ein Fragezeichen. Warum ist ausgerechnet hier so ein Fragezeichen? Stehe ich halt auch nicht. So, also wir können ja mal theoretisch die Sachen hier alle aufhängen. Ich glaube nicht, dass uns das was bringt. Also wenn wir die jetzt einfach mal nach Form aufhängen. Hä, wieso kann ich die nicht auswählen? Ich kann die Sachen gar nicht auswählen. Hä? Ich weiß es, glaube noch. Echt? Ja, ich war hacke dicht. Ich weiß hier oben gar nichts mehr. Ich weiß hier nichts mehr. Ich war total betrunken. Was hier oben passiert ist, ich weiß nichts mehr. Wieso kann ich jetzt hier... Wieso kriege ich jetzt die Sachen nicht... Ah. So, wir können ja mal... Wir hängen mal das Runde hier auf, so. Da hingen die ja zumindest mal ursprünglich. Das wird natürlich nicht die Lösung sein. Das wäre ja zu einfach. Er muss ja irgendwas mit den Zahlen zu tun haben. Und was ist denn hier drin? 43. So, und wir haben noch die Zahl 43. Ja? Bitte auch notieren. Die Zahl 43 haben wir auch noch. Voll, oder, Coco? Voll, finde ich auch. Auch die langen Gänge unten und so. Das ist alles auf jeden Fall sehr inspiriert von Visage. So, es passiert nichts. Das ignorieren wir einfach. Das sind ganz normale Geräusche. Und was hat es mit der 43 auf sich? Ja, also die haben sich auf jeden Fall gut von Visage inspirieren lassen, aber trotzdem was ganz Neues erschaffen und ist auch echt cool. Bei mir steht noch Cult of the Lamp. Oh, Tronny, du hast wahrscheinlich vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Danke dir für den Hinweis. So. Danke, Kimi. So. Ja, die Uhr ist, Dingens hier. Weiß ich nicht. Steht nichts. Kann man nichts mitmachen. Aber so Uhren stehen hier sowieso überall rum. Stehen überall. Gut, also da passiert nichts. Wir haben die Zahl 43. Wir haben irgendwas mit Addieren, Subtrahieren und überall hier diese ganzen Dinger. Was auch immer. Ich meine, das ist doch total random. Hier stehen ja tausend. Woher soll ich denn wissen, was die wollen? Was stand auf der Karte? Warte. Auf der Karte.
Da steht hier dieses Todesrätsel. So, auf der Karte steht: Alter ist nur eine Zahl, du kannst addieren oder subtrahieren, doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du so oder so. Und das Ding ist markiert. Addieren und subtrahieren. Also es wird irgendwelche Zahlenrätsel sind hier, die mit den Altersdingern zu tun haben. Aber ich habe keine Ahnung was. Was hängt an der Wand und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Nagel? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber eventuell weiß ich noch was. Willst du den Tipp? Ja, bitte. Ich weiß nichts mehr. Ich hatte 3 Shots oder so Emslandfeuer. Ich weiß, theoretisch an diesem Abend mein Gehirn ausgebrannt worden. So, wir haben hier die 43. Gab es unten nicht so eine Wand mit Hinweisen? Nach 3 schon. Allerdings nach 3. Du hast wohl noch nie Emslandfeuer getrunken, was? Und ich war komplett nüchtern. Das war vor 2 Wochen, wo ich noch so krank und angeschlagen war. Das war nicht schön. So kann ich auch 10 trinken. Emslandfeuer nicht. Den muss man sogar anzünden, damit man den überlebt. Unten waren eine Wand mit Hinweisen. Ist das so? Da kann ich mich tatsächlich auch nicht mehr dran. Oh Gott, die Statue. Verpiss dich! Hau ab! Nee, ich brauche keine Sauftour. Ich bin gerne Herr meiner Sinne. Oh, das ist gut zu wissen, Vanessa. Dann weiß ich ja, wie ich dich gefügig mache. Wo ist denn eine Wand mit Hinweisen, Kimi? Du meinst aber nicht die mit dem Pentagramm, ne? Oder? Dann gibt es einen schönen Rotwein, Vanessa. Oder 2. Oder 3. Weil das war ja für den Brunnen. Das haben wir für den Brunnen gebraucht. Und dann hatten wir ja noch immer hier die Betonung mit 43. 43. Und die Zahl steht aber ja oben eh. Also das wissen wir ja auch quasi. Ja, ist gut. Und was hier benutzen überhaupt? Was für benutzen? Irgendwas backt hier gerade rum. Das merke ich mir. 2 schaffe ich nicht, dann penne ich schon. Wie, du pennst dann? Nee, wir brauchen was, was dich... ne? Stand noch was auf den Lücken, wenn die Porträts nicht da hängen? Nee, nur ein Fragezeichen. Ansonsten nicht. Wir gehen nochmal hoch. Also ich meine, dass wir hier unten, glaube ich, gibt es keine Hinweise mehr, bis auf 43. Und die Zahl stand ja eh oben. Boah, Behrensen, ey. Das ist auch so eine ganz ekelhafte Plörre. Ja, genau. Da war nur ein Fragezeichen. Wir gehen nochmal hoch. Und bitte lass die Statue nicht da sein. Oh, sie ist weg. Sehr gut. Und sie soll... Oh, sie steht nur an einer anderen Stelle. Also ich nehme die ganzen Bilder nochmal ab, weil das wird ja sowieso falsch sein. Oh, die Statue ist weg. So, und hier
haben wir das Fragezeichen drauf. Nee, hier haben wir das Fragezeichen. Ach, beim Sechseck war das, genau. So, also das hier scheint dann irgendwie der ausschlaggebende Punkt zu sein. Ja, genau. Also wenn du halt ein Rätsel gelöst hast, dann passiert, dann wird irgendwas getriggert. Was das ist, weiß ich auch nicht. Das kann alles Mögliche sein. Was ist da? Hier backt doch irgendwie gerade das Menü. Ich kann mein Inventar nicht richtig öffnen. Was ist das? Hä? Was ist das? Alter. Was hast du im Inventar? Ja, das würde ich gerne nachgucken, aber das Inventar öffnet sich gerade nicht vernünftig. Warte, warte, warte. Inventar, Tab, ja, habe ich gemacht. Können wir uns vielleicht angucken, wenn ich da drauf bin. Warte. Sei doch mal deines Berufes würdig. Ja, bin ich ja immer mal. Oh! Aha! Das ist doch mal ein guter Hinweis. Ach stimmt, das hatte ich auch schon gemacht. Die 13 hatten wir auch schon. Ich hatte das auch schon fotografiert. Stimmt, an die 13 erinnere ich mich auch noch. Kommen noch mehr? Stimmt, an die 13 kann ich mich auch noch erinnern. Ja, 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 okay. Wir können ja mal alle fotografieren. Also, bitte notieren. Auch noch die 13. Dann können wir ja mal testen, ob wir da jetzt bei allem einfach mal was machen. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ah, 10. Ah, so, und jetzt ist halt die Frage. Müssen wir die Zahlen dann entsprechend bei dem Alter der Leute addieren und subtrahieren und dann wissen wir, welches Bild auf welche Position muss. Boah, dieses Geräusch. So, also. Bam, 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 bam. Warum ist nur hier das Fragezeichen? Bitte Discord lesen zum Lösen dann. Da sind die Notizen. Oh, geil. Hör mal. Das ist ja der Hammer. Oha! 13 auf Fragezeichen, 10 auf Diamant, 25 auf Rund, 38 auf Viereck. Also, und Spiel wieder anmachen. Diamant. Okay. So, was haben wir jetzt? Die 43. Also, wir haben 56 minus... Aber 25, 38 und so, das ist ja, die Zahlen sind ja schon viel zu groß, um auf 43 zu kommen. Der Junge war 5. 38, 5 würde halt 43 ergeben. Das könnten wir testen. So, 38, 5. Das war Viereck. So, dann schauen wir doch mal. War das der Junge? Ja, aber das ist ja sogar... Das macht ja keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn. So, das wäre dann jetzt addiert 43. So.
So, Tom, ich gehe davon aus, dass du das jetzt alleine lösen kannst, beziehungsweise mit Jip. Ich muss mal Krankenpflege machen. Nein! Kimi! Du bist meine Rätsellöserin, das geht nicht! Scheiße. Ja, gut. Tschö. Ich wollte ja jetzt sagen, viel Spaß, aber ich sag einfach mal an die Person gute Besserung. So, also, 43, 5. Dann haben wir 68 beim Rechteck. Aber da kommen, warte mal, und 68 minus 25 sind auch 43. Rechteck auf rund. Rechteck auf rund. Aber wir haben gar kein Rechteck. Oh. Schön, dass du da bist, na? Seit wann nimmst du Hilfe, Tom? Seit Song of Horror. Ja, ich nehme ja nicht immer Hilfe, aber hier und da, die Bereitschaft sollte gegeben sein, ne? Hallo, Neko. So, warte mal, aber... Was für Rechteck? Achso, das soll wohl das sein, ne? 68. Ja, genau, 68. So, dann kommen wir da auch auf 43. Theoretisch. So, dann haben wir noch... das Ding. Das ist 10. 10, ja, wir haben nichts. Ah doch, rund 33 plus 10 wäre auch 43. Das heißt, hier müsste dann das Runde drauf und dann bleibt ja nur noch eins übrig. Oh Gott. Oh je. Ich habe ein bisschen Schiss. Oh je. So, ich rechne nochmal gegen, ja, Gegenprobe machen. Das wäre Diamant 10. Ah ne, das ist ja 13. 56. Ja, kommt auch hin. Okay. Das Rätsel ist gelöst. Und da ist was passiert. Oh je. Ich weiß gar nicht, ich will da glaube ich nicht reingucken. Da ist jetzt eine Tür. Das ist ja schön. Oh, was passiert denn da jetzt?